Hallo, heute ist ein großartiger Tag für Bücher. Ich habe nämlich jede Menge mitgebracht. Hier steht irgendwo Dauerwerbesendung und das muss so sein, weil ihr könntet ja irgendeines dieser Bücher dann haben wollen. So, hinter der Kamera ist Sina, Ja, hi. mein Gedächtnis, meine Stütze. Und ich hatte es euch schon gesagt in einem der Leseupdates, ich glaube, das war 1 2020, dass ich jetzt viel lesen werde, aber immer nur ein paar Seiten rein. Ich gebe mir 20 Seiten so um den Dreh. Und wenn ich dann sage, okay, das hat was für mich, dann erweitere ich erstmal nochmal um 20 Seiten. Und das geht erstmal so weiter, bis ich dann irgendwann sage, okay, jetzt kannst du es auch wirklich zu Ende lesen. Egal, was da kommt, es sei denn, es ist Siechtum oder Tiermisshandlung. Und ja, also habe ich jetzt mir überlegt, ich lese in alle möglichen Schreibstile rein. Ich lese ganz, ganz viel und kann aber nicht sagen, ob ich es zu Ende lese. Das ist jetzt mein neuer Vorsatz für 2020 gewesen, mir nicht mehr den Druck zu machen, Bücher zu Ende zu lesen, sondern eine wirkliche Abbruch-Queen zu werden. Das muss ich mir auch so sagen, weil sonst zwinge ich mich durch Bücher, die ich eigentlich gar nicht so unbedingt lesen will. Und werde euch dann auch nur noch vorstellen, die Bücher, die ich echt zu Ende lese. Im Moment mache ich so auf Instagram, dass ich in den Stories zeige, welche Bücher wieder reinwandern ins Tauschregal. Dabei fühle ich mich aber nicht hundertprozentig wohl, weil ich immer denke, ich sage, dass es mir nicht gefallen hat und es gibt einen bösen Beigeschmack fürs Buch, obwohl ich erstens wirklich heikel im Lesen bin und das zweite ist, dass ich nach etwas ganz Bestimmten suche in Büchern. Und das heißt in keinster Weise, ob es euch nicht gefallen könnte oder nicht. Heute habe ich mich nicht ganz so schlecht gefühlt, weil ich habe gesagt, ich habe in Teil 10 von der Reihe reingelesen und bin damit nicht ganz so klar gekommen. Sowas werde ich euch vielleicht noch sagen, aber ansonsten werdet ihr von mir nur die durchgelesenen Bücher noch hören. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch so, es ist ja auch manchmal tagesformabhängig. Mir geht das ja ganz oft so, dass ich sage, oh, ich fange ein Buch an und dann habe ich vielleicht schlechte Laune oder ich will was, eigentlich was ganz anderes und dann, ja, dann lege ich das Buch wieder weg und vielleicht an einem anderen Tag, zu einer anderen Zeit hätte ich es ganz toll gefunden. Also das ist ja immer so eine Sache mit dem Nichtgefallen. Und da ich euch nicht zeigen will, was ich abbreche, weil ich mich dabei einfach nicht wohlfühle, ich werde es auch bei Instagram lassen, weil ich echt Bauchschmerzen davon kriege, werde ich es euch zeigen, hier, die Bücher, die neu reinkommen. Und ich werde versuchen, in jedes wirklich reinzulesen. Und ihr werdet dann ja sehen, wie viele davon überleben. Naja, so ist das ja nicht. Also alles, Nein, nein, was also in mal. den Haushalt reinkommt, wird immer schön geteilt. Es gibt immer einen Stapel Sina, einen Stapel Ilona und dann Ich werde gucken zumindest wir. versuchen, da reinzulesen, also in zumindest die, die auf meinen Stapel kommen. Und ja, 20 Seiten werde ich wohl immer da reingucken und es sei denn, es passiert irgendwie Siechtum oder Tiermisshandlung auf den ersten 20 Seiten. Und danach entscheide ich mich weiter. Und da ich euch dann nicht sage, weil ich echt heikel bin, ich kann es nur immer wieder betonen, werde ich euch nicht die abgebrochenen Bücher zeigen. Deswegen gibt es wieder, was neu bei uns reinkommt. Also unsere Neuzugänge und die Tauschregale, wenn wir da was finden. Weil ich durch mein Leseverhalten lohnt es sich für mich auch nicht, teure Bücher einzukaufen. Ich bin da ja nicht so. Deswegen bin ich auch dankbar für die Tauschregale und vor allen Dingen macht es mir Spaß, neue Sachen zu entdecken und einfach, ja, es hat sowas von Weihnachten oder Geburtstag, man weiß nie, was da ist und dann findet man schöne Dinge und ja, das tut gut und deswegen, ja, wir zeigen euch, was wieder reinkommt und nicht, was rausgeht. Genau, und ihr hattet uns ja auch gebeten, zeigt doch mal wieder so ein Tauschregalvideo und bekommt ihr natürlich. Und ihr hattet ja auch gesagt, zeigt doch mal die Bücher, die ihr abgebt. Aber wie gesagt, damit fühlen wir uns nicht. Ups, jetzt komme ich an die Kamera. Damit Rutsche. fühlen wir uns nicht wohl. Ich Genau. zumindest überhaupt nicht. Ja, also bei mir ist das auch so, wenn mir was partout nicht gefällt, weil es mir zu. Ist vulgär das richtige Wort? Oder zu Derb. blutig? Oder zu Irgendwas ist. problembelastet ist? Dann klappe ich es zu. Das ist genauso wie wenn ich irgendwo von jemandem ein YouTube-Video gucke und es gefällt mir nicht. Dann
gehe ich. Da muss ich ja auch nicht lange rummeckern. Es wird ja niemand gezwungen, irgendwas zu gucken oder was zu lesen, was er nicht will. Ma hatte mir jetzt noch aus ihrem Lesetagebuch den Spruch vorgelesen, von einem Künstler, der gesagt hat, negative Kritik interessiert ihn irgendwie nicht, weil er schafft ja eigentlich nur ein Angebot. Es ist nur ein Angebot, Genau. seine Kunst. Es ist nichts, was man konsumieren muss. So, und jetzt zeige ich euch das Angebot, das wir im Tauschregal gefunden haben. Und wenn ihr Bücher davon gelesen habt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare, ob die sich das, le ob die vorwandern sollen auf den Sub oder ob ihr die nicht so toll gefunden habt. Und wenn irgendwo Sichtung oder Tiermisshandlungen drin sind, auch immer mal her damit, mit Genau, solchen dann Warnungen. kann Weil das dann auch gleich gehen. dann darf es nämlich gleich weiter wandern in neue Hände. Und das andere ist, dass, ja, wenn ihr euch für Bücher interessiert, freuen wir uns natürlich auch über eure Kommentare, wenn ihr sagt, hey, da war was, das werde ich mir mal näher angucken oder so. Wir freuen uns allgemein über Kommentare, weil Genau, dann fühlen wir uns nicht so einsam auf dieser Welt. genau darum geht's. Okay, So, und Leute. das Ganze wird ja keinen Spaß machen, wenn nicht ein bisschen Austausch da wäre. So, ich habe hier als erstes von Sabine Weigand die Königsdame, die Osmanin am Hofe von August dem Starken. So, und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich lese euch auch gleich hinten den Text vor und ich sage es jetzt nur einmal. Andere Seite. Andere Seite, ja, Sina, andere Seite. Die Copyrights liegen natürlich immer bei den einzelnen Verlagen. So, dem ist jetzt also auch Genüge getan. So, eine Liebe am prachtvollen Hof des größten deutschen Fürsten. Sie ist Kriegsbeute und Tochter des Paschas Fatma. Die osmanische Schönheit bezaubert Sachsens König August den Starken. Aber wohin gehört sie wirklich? Der große historische Roman um das wahre Schicksal einer Frau zwischen höfischem Glanz und der Suche nach Freiheit. Das hört sich doch schon mal richtig gut an, Und oder was sagt ihr? über August dem Starken habe ich zwei Biografien, einmal über ihn alleine auf dem Sub und einmal über ihn und seine größte Mätresse, könnte man so sagen, die er lange Zeit dann eingesperrt hatte, weil als er sie loswerden wollte, die Kosel. Noch eine? Ja, das war die Kosel. Und noch heute wird ja gesagt, es gibt diese schöne Legende, wenn man an seinem Grab vorbeigeht und schön ist, also eine schöne Frau, dass das Herz dann wieder anfängt zu schlagen. Und Das wäre doch mal was. Germany's Next Topmodel, dann hier irgendwie mit dem Stethoskop und Sachsens Lautsprecher. neue Königin, ne? Genau. Sowas in der Richtung. Runter in die Gruft zu August dem Starken und dann sehen wir ja, wer schön ist und wer dann nicht. Ja, und August der Starke ist wirklich eine sehr, sehr interessante Person. Ich habe schon ein paar Podcasts über ihn gehört und er reizt mich absolut, auch noch mehr über ihn zu erfahren. Er hat sich, glaube ich, den polnischen Königsthron eingekauft. Also, und er, ja, er ist einfach, er ist interessant. Er ist richtig Und er interessant. soll mit seiner Manneskraft ein Hufeisen auseinander hat biegen können. Ja, wer kann das schon? So, ich habe jetzt hier von Eva Ibbotson die kleine Comtesse. Und ich finde, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Und ich habe schon zwei oder drei Bücher von Eva oder Iva wahrscheinlich jetzt, Ibbotson gelesen. Und ich mag ihren Schreibstil. Von daher ist das natürlich ein Buch, das unbedingt mit Sie hat musste. Kinderbücher geschrieben und sie hat Erwachsenenbücher Ja. geschrieben. Und ihr habt uns auch oftmals geschrieben, dass ihr auch gerne die Erwachsenenbücher von ihr lest. Und sie soll J.K. Rowling auch zu Harry Potter inspiriert haben, wegen ihrem Bahnsteig 3, 13,5 War, oder ja, sowas. irgendwie sowas. Irgendwie Ja. sowas. Haben wir euch gezeigt in den in unseren Buchregal-Videos. Sie ist ja schon verstorben. Ihr Sohn hat ja das letzte Buch, ein Kinderbuch, noch weitergeführt. Und das haben wir auch gelesen. Und ich weiß nicht, ob wir es euch vorgestellt haben. Ich habe gerade gemerkt, ich sollte mir Notizen machen. Sina sollte sich Notizen machen. Da, ich liebe mein kleines Denkerchen. Ja, du müsstest mir noch mal einmal das erste Buch sagen, Das war die Königsdame. weil unten findet ihr alle Bücher, die wir hier vorstellen, verlinkt. Genau. So, und ich lese euch jetzt Und vor, das wo. ist, sag noch gerade, dass es ein Amazon-Ding ist. Ja, genau. Also, wenn ihr unten die Bücher seht, dann ist ein Sternchen bedeutet, es ist ein Amazon-Link. Zwei Sternchen nochmal dahinter bedeutet ein Rezensionsexemplar.
Der vom Amazon-Link, wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir eine kleine Provision. Das hat nichts mit eurem Einkauf zu tun, aber ihr solltet ja informiert sein. So, das haben wir jetzt auch erledigt. So, und jetzt sage ich euch, worum es geht bei der kleinen Comtesse. So, die 16-jährige Comtesse Tatjana sehnt sich nach der großen Liebe, aber sie ist bereits dem niederträchtigen Fürsten Kuglinski versprochen. Doch eines Tages steht der neue Hauslehrer Nikolai vor der Tür und Tatjana weiß vom ersten Augenblick an, dass er der Mann ihres Lebens ist. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hört sich doch gar nicht schlecht an. So, dann habe ich hier, so, und das ist gemein, Sina, könntest du bitte sagen, wie der Mann heißt? Also, Ist das okay, ich Andrzej zeige es euch jetzt einfach erstmal. oder so? Aber ich weiß Ich es weiß nicht, nicht. ob es sich jetzt Andrzej oder, ja, Pioski, also falls ihr wisst, wie Das sich, wird keine Ahnung. fürchterlich zerstückelt und missbraucht sein, der Name. Also, es tut uns leid. Ja. Ob es jetzt Russisch oder Polnisch ist, es tut uns leid. Da hätten wir vielleicht unseren polnischen Telefonjoker, hallo, ich weiß, du Ja. guckst zu, fragen Gut. sollen. Aber okay, ja. Das haben wir übersehen. Wie Da haben wir uns nicht schlau gemacht. heißt das Buch? Die schöne Frau Seidenmann. Und ich finde, es sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Gefällt mir. Pawlek half ihr. Sie wurde immer schöner. Er fürchtete um ihr Leben. Eifersucht plagte ihn. Frau Irma war etwas über 30 Jahre alt. Verschiedene Männer umkreisten sie. Das Schicksal einer mutigen Jüdin im besetzten Warschau. Mal schauen, wann ich mich daran wage. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber es hört sich ja, Es hört sich schon ein bisschen kritisch kriegslastig an. an und das lesen wir eigentlich gar nicht so gerne. Aber trotzdem, irgendwas hat das Buch, dass es doch noch bleibt. Also, vielleicht Mal wandert es auf schauen. meinen Sub. Ich weiß es noch nicht. So, dann habe ich hier Edgar Wallace, das geheimnisvolle Haus. So, ihr kennt Edgar Wallace bestimmt von den Filmen. Es gab ja auch ganz, ganz viele Verfilmungen von ihm. So, im Meuchelmörder, der Schrei gellte durch die Nacht, dann fielen zwei Schüsse. Zwei Männer lagen auf dem Boden. Sie sind tot, sagte der Polizist. Einer hatte ihren Streit beobachtet, einer war Zeuge, der Millionär Gregory Farrington. Aber was hatte er wirklich gesehen? Der Roman spielt in London. Ich So finde das steht so das geil. wirklich hinten drauf. Ich liebe das ja. Also Also, dieses, der Roman spielt in London, ist der Hammer, dass das genau. hinten Und drauf ich steht. liebe ja manchmal diese völlig veralteten Schreibstile. Da kann ich mich dann auch sehr drüber amüsieren, weil es doch, ja, weiß ich nicht, komisch in den Ohren klingt. Oder wenn man es liest. So, dann habe ich hier von Rebecca Martin die geheimen Worte. Ein Spiegelbestseller. Oder eine Spiegelbestseller-Autorin. Kannst du mir das einmal abnehmen? Das hat Hi. man nämlich vergessen. Das haben wir vergessen, das habe ich mir dann schon hingelegt. So, wenn die Liebe verbotene Wege geht. Bad Kreuznach, 1840. In der aufstrebenden Kurstadt verlieben sich die Schwestern Anne und Sophie in den englischen Gast James Bennett. Wieder ein Bennett. Es ist für beide der Beginn einer heimlichen Leidenschaft. Anne ist verheiratet und Mutter einer kleinen Tochter, während die viel jüngere Sophie ihr Leben selbstbestimmt gestalten möchte. Die Katastrophe ist unausweichlich, als James beide Schwestern zurückweist. Erst 4 Generationen später kommt ans Licht, was damals geschah. Es ist wieder diese Genau. Familiengeheimnis-Sprung-Sache. Ihr wisst, ich mag Zeitsprünge eigentlich nicht in Büchern. Ich weiß nicht, schreibt sie gut? Sie ist jetzt ziemlich beliebt, Ich weiß soweit es ich auch nicht. weiß. Also falls ihr das kennt, sagt bitte Bescheid. Also Ist auch eher so ein bisschen die dunkle Cottage-Idylle oder ja, die dunkle Landhaus-Idylle. es ist meist so, wenn die Geheimnisse da sind. So, dann habe ich hier von Peter S. Beagle das letzte Einhorn. Und da habe ich einen Dachflash gekriegt. Also nicht beim Film oder bei dem Buch an sich, sondern wenn ihr den inneren Klappentext lest, ist da die gesamte Story drin, bis zum Ausgang. Wir wissen, wie es ausgeht, wenn man hinten das Ding liest. Stimmt. Es ist wirklich bis zum Ende. Das ist Ja. eine
Gesamtzusammenfassung, was im Innenbereich steht, bis zum letzten. Also, ihr könnt dann die Langform nehmen, das heißt, ihr lest das alles oder ihr lest dann einfach den Klappentext und wisst auch Bescheid. Okay, ich lese euch jetzt vor, was hinten drauf steht. Das letzte Einhorn, ein kleiner Roman, eine große Geschichte, eine Märchenlegende, eine liebenswürdige und fantastische Ausschweifung mit einigem Hintergrund. Abenteuer und Gleichnis, vor allem aber dank Beagle, das erquickliche Buch eines Poeten von Geblüt. Spannend wie eine Saga zu sein hat und beruhigend wie die letzte Geschichte am letzten Feuer des Menschen entzünden, hat gesagt Christian Färber vom Norddeutschen Rundfunk. Ich finde es erstens geil erquicklich und das zweite ist am letzten Lagerfeuer der letzten Menschen oder was war das? Beruhigend wie das letzte, wie die letzte Geschichte am letzten Feuer des Menschen entzünden. Weiß ich nicht, das ist kurz vor der Apokalypse. Findet ihr das beruhigend? Den wie Gedanken unbedingt. An das letzte Lagerfeuer und die letzte Geschichte, bevor die Welt Puff macht? Ja, aber ist das das Film, das mit das Buch, das mit Tom Cruise? Nein, das wäre Legende. Das letzte Einhorn ist verfilmt worden. Das war der Zeichentrickfilm. Das ist ein Zeichentrickfilm. Ne? Den habe ich nie gesehen, aber ich weiß, dass ich hatte eine Freundin, die den Film wohl als Kind Dauer geguckt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie das Buch gelesen hat. Könnte gut sein. Aber ja, und da wir wissen, wie es ausgeht, können wir uns an das Buch antrauen. Wenn ihr etwas Gegenteiliges wisst, dann lasst es uns wissen. Aber es steht ja hinten drin, wie alles ausgeht. Beziehungsweise in den Innenseiten des Klappentextes. So, kommen wir jetzt mal zu einer romantischen Komödie. Und zwar von Caprice Crane, Alles außer Nachbarn. Naja, sie mit einer Heckenschere in der Hand. Wer weiß, was da schnippschnapp gemacht werden soll. So, die haben sich gerade noch gefehlt. Sie sind zwei ganz besondere Singles, die auch allein schon echt genug Probleme haben. Die wilde Heaven hat ein Faible für Fettnäpfchen und steht als unfreiwillige Kellnerin wieder mal kurz vor dem Rauschmiss. Der smarte Brady hat unter anderem eine sehr anstrengende Ex-Freundin und steht als Musikproduzent leider gerade kurz vor der Pleite. Ausgerechnet diese beiden nicht ganz unkomplizierten Pechvögel sollen nun Tür an Tür leben, das kann doch nicht funktionieren. Ja. Vielleicht doch, keine Ahnung. Was für zwischendurch, denke ich mal. So, dann haben wir hier ein Buch, das sieht schon sehr sexy aus. Es ist von Fabio Folo, Lust auf dich. Zeig euch das auch. So, Elena ist eine junge Frau, die sich in ihrer Ehe gefangen fühlt. Nachdem sie sich mit Uniabschluss und früher Heirat ein vordergründig perfektes Leben aufgebaut hat, merkt sie, dass bei ihrer Traumkarriere Leidenschaft und Lust auf der Strecke geblieben sind. Als schließlich ein Fremder erscheint, der Neugier und Fantasie in ihr wieder zum Leben erweckt, wagt sie den Sprung hinein in ein lustvolleres Leben. Beim Sex erkenne ich mich nicht wieder. Ich bin eine andere Frau und diese Frau gefällt mir. Hört sich doch nicht schlecht an. Wir werden sehen. Und es ist Diogenes, also ich weiß, es ist Klischee, aber es kann ja, ich habe immer noch im Kopf, Diogenes gleich das ein bisschen hochwertiger. Genau. Es war immer noch Trivialliteratur, wie man mir gesagt hat, aber letztlich schon ein bisschen was Hochwertigeres. Ja. Das Buch habe ich mir mitgenommen aus dem Grund, weil ich Der Pferdeflüsterer mochte. Und ihr wisst, ich habe diesen leichten Pferdetick in Büchern, warum auch immer. Und das ist jetzt Im Schatten des Pferdemondes. Genau. So, der junge Tierarzt Eric, Spezialist für die Seele von Pferden, steht vor der schwierigsten Herausforderung seines Lebens. Die attraktive Emily Fergus, Herrin des schottischen Gestüts Sunrise, bittet ihn, die verstörte Stute solitär zu heilen. Eric übernimmt die Aufgabe und reist nach Schottland. Also, wenn ihr Pferdefreunde seid, falls ihr das schon kennt. Ich weiß, um Tierbücher mache ich eigentlich... Ich auch, vor allem, wenn dann noch ein Tierarzt die Hauptrolle hat. So, aber wie gesagt, Der Pferdeflüsterer fand ich damals ganz, ganz toll. Ich werde ihn euch auch unten nochmal verlinken. Es ist verfilmt worden mit Robert Redford und Scarlett Johansson. Aber den Film habe ich irgendwann mal gesehen, aber ich fand ihn so knüppellangweilig. Ja. Aber da kann das ich Buch das, war wirklich sehr. Da kannte ich aber das Buch auch nicht. Ja. Das muss ich dazu sagen. Ich habe ihn danach nie wieder nicht nochmal gesehen. Ich weiß, dass Marin damals unbedingt sehen wollte, weil sie das Buch gelesen hatte. Ja. Aber ich habe das Buch Jahre später gelesen. Ich glaube, da war ich 18, 19, habe ich das Buch gelesen. Und aber das Buch hat ja damals so eine ganze
Lawine losgetreten. Ich weiß gar nicht, wie hieß der Monty nochmal? Don. Monty Don, glaube ich, der Pferdeflüsterer. Und dann kam ja auch dieses andere Reiten. Wie hieß das nochmal? Westernreiten? Ja, irgendwie Westernreiten oder so von mir einer Freundin, die Tochter, die eine ritt halt konventionell, also dieses ganze Dressur und so weiter. Wurde dann auch Jockey? Wurde dann auch irgendwann Jockey und die andere hatte halt wirklich vollkommen auf diese Art des Reitens gesetzt. Also, keine Ahnung. So, das Buch, finde ich, sieht super toll aus von Graham Masterton, Jungfernfahrt. Und ich finde, es ist ein Hammercover. Sieht richtig gut aus. So, auf der Acadia gab es 385 Erster-Klasse-Kabinen und jede folgte in ihrer Ausstattung einem anderen Motiv. Das Thema von Catrionas Kabine hieß der Wind. Mitten auf dem langen modernen Sideboard stand eine Bronzeskulptur von Bruno Zack, ein junges Mädchen, in dessen Haar der Wind spielte. Die Möbel waren zeitgemäß an der Wand hing eine Reproduktion des kubistischen Gemäldes »Ein windiger Tag in Paris« von Gino Savini. Fabelhaft, sagte Catriona, kaum zu glauben, dass man auf einem Schiff ist. Edgar zog seine Taschenuhr und so weiter und so weiter. Das ist ja schon die halbe Seite, Minimum, die da hinten steht. Ja, aber ich finde, es sieht wirklich gut aus. Ich hatte ja erst gedacht, es ist vielleicht die Titanic, aber nein, es ist die Acadia. Von der habe ich lesen? Noch nichts gehört. Weiß ich noch nicht. Also ich finde, es sieht so aus wie so ein Buch, das sieht wirklich gut aus. Das solltest du nehmen. Wir werden sehen. Weil ich scheue mich ja nicht, auch die angelesenen Bücher von Sina zu lesen. Ma liest ja eher durch, ich ja nicht. Und ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr durchzulesen, wenn ich nicht unbedingt will. Ja gut, ich bei so einer dicken Schwarte muss es echt sehr überzeugend sein, dass ich es zu Ende lese. So, und das Buch, finde ich, hört sich mega interessant an. Von Fiona Walker, Snap Happy, eine Schildkröte namens U-Boot. Hört sich doch schon irgendwie ein bisschen skurril an. So, eine freche, sinnliche und frivol-romantische Beziehungskiste aus dem Großstadt-Single-Leben. In der Papagei Pyro und Schildkröte U-Boot mehr zum Chaos beitragen als Juno und ihrem Untermieter Jay lieb ist. Hört sich doch ganz witzig an. Also auf alle Fälle einen Versuch mal wert. Deins, meins? Deins. Wissens? Ich hab's für dich rausgezogen. So, das ist dann natürlich auch meins. Haarmonster Emmy. Anne Granger, der Fluch der bösen Tat, Mitchell und Markby's 14. Fall. Das ist der 14. Fall. Und es wäre schön, wenn Mama irgendwann den ersten Teil kriegen würde. Und ich weiß nicht, muss man die wirklich der Reihe nach lesen oder kann ich jetzt sagen, okay, ich steige jetzt bei Fall 14 ein und kann dann irgendwann mit Fall 2 oder... Ma hat sicherlich auch Fall 7 oder Fall 10 oder Fall was weiß ich. Die hat nämlich ein paar Bücher jetzt schon davon auf dem Sub. Und ich sammle die. Sie wartet, dass sie Band 1 kriegt, wo ich gesagt habe, es ist ein Krimi. Da wird immer ein neuer Fall sein. Und wenn da Liebesgeschichten oder so sind, die entwickeln sich nur nebenher. Aber Ma ist dann ja jemand, die sagt, nein, ich brauche Band 1. Weiß ich nicht. Also ich gucke ja momentan oder habe geguckt Miss Fisher bei Netflix und da muss ich sagen, geht die Handlung durchaus weiter. Und da wäre ich nicht gerne erst bei Teil 5 oder 6 eingestiegen. Auch wenn es ein Krimi ist. Aber ich lese euch das jetzt hinten nicht vor, weil ich denke... Es ist Band 14. Genau, es ist Band 14. So, was haben wir denn hier Feines? Feuerspiel. Und ich finde den Titel, die Bezeichnung geil. Lady Thriller von einer Suzanne Chassin. Aber das finde ich richtig gut. Lady Thriller. Ich zeige es euch erstmal. Also nicht super spektakulär, finde ich. Bei einem Brand in einem New Yorker Edellokal kommen zwei Feuerwehrleute ums Leben. Brandstiftung. Fire Marshal Georgias Ketchen soll den Fall aufklären und muss dabei auf die Hilfe eines Brandstifters zurückgreifen, eines kriminellen Informanten, der für das FBI arbeitet. So kommt Georgia einer radikalen Gruppe auf die Schliche, die ein Verbrechen unerhörten Ausmaßes plant. Bei einem Treffen dieser Gruppe sieht sie plötzlich ihren ehemaligen Lebensgefährten und Vater ihres Sohnes. Ist er ein Terrorist? Um ihres Sohnes willen muss Georgia auf Nummer sicher gehen, ehe sie in Aktion treten kann. Ja. Habt ihr das schon mal gehört? Lady Thriller? Ich finde das schön. Ich finde das schöner wie Wohlfühl,
Krimi, vielleicht gibt es ja auch Wohlfühl-Thriller. Kannst du mal einmal gerade. Sich eigentlich. Kannst du mir mal einmal gerade nochmal sagen, von wem dieser Krimi, der da vorne, diese Krimi-Reihe ist? Weil die habe ich vergessen zu notieren. Anne Granger. Okay. Ich verlinke euch dann Band 1, wenn ich den finde. So, dann habe ich hier von Marion Keyes Rachel im Wunderland. Ganz schön dick. Ich weiß, dass ich damals davor gestanden habe, als es noch in den Edeka-Läden auslag. Ihr wisst, da ist ja meistens so eine kleine Buchabteilung. Ich weiß, dass ich immer vor diesem Cover stehen geblieben bin. Und immer gedacht habe, oh, es sieht so schön aus. Es war so völlig Dinas Geschmack. Ich habe unten auf dem Sub noch so eine Schwarte stehen, Märchenprinz. Vielleicht kennt ihr das. Motiviert mich mal davon, irgendwas zu lesen. Das hält mich ein bisschen ab, die Dicke, für einen normalen Frauenroman. So, Rachel hat ein Problem, aber keines, das sie sonderlich interessiert. Viel spannender sind schließlich das Großstadtleben, die vielen Partys und Luke, ihr neuer Freund. Dass sie nach einer heißen Nacht mit einer Überdosis Drogen im Krankenhaus landet, ist nicht mehr als ein peinlicher Unfall, denkt Rachel. Luke und ihre Dubliner Familie sehen das allerdings anders und schicken sie zur Erholung auf eine Gesundheitsfarm. Eine Reise mit vielen Überraschungen, denn in The Cloisters gibt es keine Sauna, kein Fitnessstudio, kein Whirlpool, aber vielleicht eine Lösung für Rachels Problem. Keine Ahnung. So, und jetzt habe ich hier ein Buch von Audrey Niffenegger, die Frau des Zeitreisenden. Und ich habe mir das damals als Taschenbuch gekauft. Das weiß ich noch. Ich habe reingelesen und fand es nicht gut, weil ich es einfach nicht mochte. Diese Zeitsprünge immer. Also ich habe es ja immer schön so immer schön. Ich weiß nicht, wie oft dieses Buch schon bei uns in der Hand gelandet ist. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Mal reingelesen. Mara hat reingelesen. Dabei magst du von ihr total gerne die Zwillinge von Highgate. Ja. Aber bei dem Buch weiß ich es jetzt wirklich nicht. Habt ihr es gelesen? Ich hatte auch mal ganz kurz in den Film reingeguckt, aber ich glaube, 5 Minuten dauerte das Vergnügen, dann war wieder aus. Das war ja damals das Buch, das ja ganz lange auf den Bestsellerlisten stand. Das war so ein Innenbuch, das musste man eigentlich gelesen haben, so nach dem Motto. Und für alle, weil jetzt ja eine neue Generation Leser nachgerutscht ist, hallo an alle unsere jungen Zuschauer. Sag mal, worum es geht. Da steht nichts. Da steht nichts. Okay, es geht um... Es tut mir wirklich leid. Kann ich da jetzt nichts weiter sagen? Es geht um Zeitreisende. So viel ist es. Es geht um die Frau des Zeitreisenden. Genau. So, und ich glaube... Ich glaube, und er springt immer in der Zeit. Genau, und sie weiß nicht, wann er wiederkommt und wann er wieder verschwindet. Und das haben andere Männer auch manchmal so an sich. Also das muss nicht unbedingt Zeitreisende sein. So, und hier habe ich nochmal von Marion Keyes. Die hatten wir ja gerade... Der hellste Stern am Himmel, auch wieder ganz schön dick. Ja, ich habe von der noch nichts gelesen. Jemand hatte seine gesamte Reihe da. Oh, wir haben da noch ein Buch. Gelingst. Von ihr. Ja. Das hatte ich mir schon rausgelegt. Ist egal, da irgend so ein rotes, keine Ahnung wie das hieß, habe ich mir jedenfalls schon rausgefischt, wollte ich eigentlich dabei gehen. Aber wie gesagt, das schreckt mich ein bisschen ab. So, die Emotionen kochen hoch in der Dubliner Star Street 66. Katie aus dem 3. Stock glaubt nicht mehr so recht an ihre Beziehung zum Blackberry-süchtigen Connell. Dafür geht ihr der attraktive Gärtner vom 1. Stock nicht mehr aus dem Sinn. Und auch Connell beginnt, sich für eine andere Hausbewohnerin zu interessieren. Matt und Maeve aus dem Erdgeschoss gelten unterdessen als das perfekte Liebespaar, doch dann holt die Vergangenheit sie ein. Die Ereignisse spitzen sich zu und was als heiterer Liebesreigen begann, droht in der Katastrophe zu enden. Also, falls ihr die Autorin kennt, falls ihr da schon was gelesen habt, vielleicht dieses Buch oder Märchenprinz und ich weiß nicht, wie das andere heißt, was ich da noch liegen habe, wäre das lieb, wenn ihr mir sagt, lohnt sich das, so eine Schwarte, oder eher nicht. So, dann habe ich hier von Martha Grimes Fremde Federn, gewagtes Spiel. Das ist auch ordentlich. Das sind aber wohl 2 Bücher. Einmal Fremde Federn. Eigentlich wollte Richard Jury von Scotland Yard einmal Urlaub machen. Doch dann soll er in den USA den Tod Philip Calverts, eines Mitarbeiters der weltberühmten Bahnstiftung, aufklären helfen. Ist das Inspektor Jury? Ma hat mit Inspektor Jury damals angefangen. Den ersten Teil hat sie gelesen, den zweiten hat sie noch auf den Sub. Und du fandest es auch eigentlich ganz gut. Also
Ja, ich habe den gerne gelesen. Ich weiß gar nicht, was war denn das, der erste Teil? Egal. Es dauerte dann jedenfalls ziemlich lange, bis ich den zweiten Teil bekommen Nein, habe. den hattest du auch schon, Oder den hatte ich schon. aber du bist Auf rausgekommen. alle Fälle war ich jedenfalls Wahrscheinlich so raus. viele Rezensionsexemplare, Ja, dass du das war die damals. erstmal ablesen Ja, musstest. und Also. dann war ich raus. Ja, und das liegt jetzt aber schon Jahre zurück. Von daher, keine Ahnung, wir werden sehen. Ist hier rauszukriegen, welcher Aber. Teil das ist und ob es wirklich jetzt Inspector, ja, es ist Inspector Jury. Wartet mal, ich gebe euch noch zwei Bücher, weil ich werde ja jetzt wirklich, denke ich, nochmal reinlesen, das Also auch sie dann auch noch. nochmal. So gut, So, und dann ich war ich weiß aber noch nicht, da. das Buch auch Gut. nochmal. So, dann haben wir hier von Edna Ferber Showboat. Aha, ist ganz klar, für wen das ist. Ja, ich hatte es und ich habe es weggegeben und habe es mir, ich glaube, 2 Monate später wieder aus dem Tauschregal gefischt. Als wenn es auf mich gewartet hätte. Wahrscheinlich spricht es keinen mehr heutzutage an. Aber es hörte sich eigentlich ganz gut an. Nur ich habe gedacht, ah, wann kommst du überhaupt zu lesen? Und du liest viel lieber per E-Book. Auch so eine Sache, die ich mir jetzt dieses Jahr ein bisschen abgewöhne. Und deswegen, weil ich einfach abgenervt bin vom Reader, sind wir ehrlich, deswegen gewöhne ich es mir gerade ab. Und von der Online. Aber deswegen werde ich jetzt in Showboat tatsächlich reinlesen, die Tage. Gut, und ich verrate euch, worum es geht. Amerika um die Zeit der Jahrhundertwende. Hauptschauplatz des Romans ist die Baumwollblüte, einer jener schwimmenden Theaterpaläste, die die Städte am Mississippi und Ohio ansteuerten und mit ihren Darbietungen unterhielten. Eng verknüpft mit der Geschichte des Schiffes ist das Schicksal der schönen Magnolia, die sich in den Schauspieler und Glücksritter Gaylord Ravenal verliebt und zum Star der Varietébühne aufsteigt. Außerdem ist da noch Kim Ravenal, die Tochter des jungen Paares, der eines Tages das Theaterpublikum von New York zu Füßen liegen wird. Und diese Boote, die auf dem Mississippi rumgefahren sind, die kommen tatsächlich vor in dem einen Monster High Film, weil da sind sie auch kurz auf so einem Showboot, irgendwo bei New Orleans. So, und dann haben wir hier von Mark Twain Adams Tagebuch und eine andere Liebesgeschichte. Das ist sehr groß, wie ihr sehen könnt. Ich habe die Geschichte von, also Adams Tagebuch, die Geschichte von Adam und Eva, habe ich schon als Buch, habe ich auch schon gelesen. Aber es sieht einfach putzig und süß aus und ich mag Mark Twain schon alleine die Person Mark Twain unheimlich gerne. Also werde ich dem hier der anderen Liebesgeschichte wahrscheinlich einen Try geben, denke ich mal. Und so ein süßes kleines Büchlein haben Ja, sie. es ist ein Nachtisch sozusagen. So, dann habe ich hier von Plum, natürlich nicht Plum, Plum Sykes, Park Avenue Prinzessin. Und das Buch haben wir nochmal gebunden auf Englisch auf dem Sub liegen und das wartet auf Sena. Ja, und deswegen geht das jetzt wieder ins Tauschregal rüber, aber trotzdem zeigen wir es euch hier jetzt. Ich glaube sogar, wir haben es jetzt mittlerweile zweifach auf dem Sub, weil wir an zwei verschiedenen Regalen hatten. Das eine Mal habe ich es mir selber rausgegriffen, das andere Mal hatte Mar gedacht, oh, das ist etwas für Sina, deswegen liegen sie jetzt auf dem Stapel oder gehen jetzt, aber jetzt gehen beide weg, weil ich habe die Bergdorf Blondes, so heißen sie nämlich auf Englisch, habe ich auf meinem englischen Sub liegen und wird irgendwann gelesen werden, wenn ich jetzt mit Lemony Und Snicket vor mal allen Dingen irgendwann das. durch bin, weil den lese ich gerade auf Und vor Englisch. allen Dingen das Cover ist einfach zu schön. So, also nicht dies hier. Sie wohnen in der Upper East Side, färben sich alle 13 Tage die Haaransätze platinblond und kaufen im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman ein, wenn sie das Kaufhaus nicht bereits geerbt haben. Die Rede ist von den PAP, den Park Avenue Prinzessinnen. Sie lieben ihre Freundinnen, ihre Manolo Blahniks und ihre Partys und sie träumen davon, verlobt zu sein mit dem richtigen Ring am Finger. Ja, es gab ja mal damals so eine Welle mit diesen ganzen Chick-Lit-Büchern und eigentlich bin ich davon kein großer Fan. Aber naja, vielleicht kann es mich ja überzeugen. Wie gesagt, ich lese jetzt in sehr vieles rein. Es muss ja nicht immer mir gefallen. So, und das müsste, wenn du dich dafür entscheidest, vielleicht noch mal eine kleine Säuberung erfahren. Jenny Colgan, No Sex in the City.
Das ist dieses. Sieht gar nicht so. Ach so, da oben. Da oben ist es geschmutzt. So, wo sind all die Männer hin? Frage ich mich auch ganz oft. So, in London ist für eine Frau über 30 die Wahrscheinlichkeit höher, ermordet zu werden, als einen Mann zu finden. Obwohl, na, vielen Dank auch. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich bin dann wahrscheinlich schon durchs Krematorium gelaufen. Aber schon irgendwo als Aschenschachtel rum. Nein, aber das Witzige ist, dass es doch bei Schlaflos in Seattle, bei dem Film, geht es doch auch darum, dass es irgendwie für eine Frau wahrscheinlicher ist, von einem Terroristen getötet zu werden und so weiter. Und dann heißt es gibt Studien, die belegen, dass das nicht wahr ist. Und dann sagt die andere, aber es kommt einem so vor. Das stimmt. So, also, obwohl Katie noch nie eine besondere Vorliebe für Gummistiefel und Windjacken hatte, gibt es für sie nur eine Antwort, als sie einen Job in der männerreichsten Provinz Englands bekommt. Raus aufs Land. Aber dort merkt sie schnell, auch wenn das Angebot groß ist, ist es nicht so einfach, aus einem hinreißenden Tierarzt, einem sexy Journalisten und einem spröden Förster den richtigen auszuwählen. Immerhin, drei sind am Start. Und dabei ist die schon über 30. Ja. Also, wenn das funktioniert, aufgepasst, alle Ü30, sollte man sich das vielleicht genauer angucken, wie die Dame das gehandelt hat. Ja, und das war unsere Beute aus dem Tauschregal. Das war wirklich, ich glaube, 2 Tage, ne? Erst das eine Tauschregal, dann das andere. Wir waren nämlich unterwegs. Nee, ich glaube, es waren 3 verschiedene Tage, 2 Tauschregale. Also ja, das ist ein bisschen gesammelt. Also es ist jetzt nicht eine Beute, ein Tag. Nein, wir haben da nicht einmal Großhamster. Wir nehmen alles mit und für die anderen bleibt nichts da. Wir stellen ja auch immer brav wieder rein. Ja. Ja, ich finde das nur praktisch. Ich liebe einen großen Sub. Ich liebe es, die Auswahl zu haben. Ich liebe es, Bücher mit nach Hause zu schleppen. Genau. Sind wir ehrlich. Ich habe schon zu Sina gesagt, mein Gott, wie oft wir die Bücher hin und her schleppen. Sina, bitte überleg es dir dreimal, ob du sowas wie die Braut des Wikingers mitnehmen willst. Du magst keine Wikinger, du findest Wikinger doof. Ja, aber es ist ein Liebesroman, den nehme ich jetzt einfach erstmal mit. Aber das ist genau wie beim Fotografieren. Das war früher immer ganz lustig, wenn wir beide mit einer Kamera losmarschiert sind. Sina hat 100 Fotos gemacht, ich habe 20 in der Zeit gemacht. Und beim Bücher auswählen funktioniert es genauso. Ich krieg einfach einen Hype. Es ist so, als wenn ihr mir sagen würdet, das ist ein Nobel. Was heißt Nobel-Restaurant? Da will ich nicht gerne essen. Wartet mal. Eine gute Pizzeria mit ganz vielen vegetarischen Pizzen. Und ich könnte mir alles bestellen, würde ich mir wahrscheinlich auch alles bestellen. Ja, das haben wir früher beim Chinesen ja immer gerne gemacht. Okay, Leute, so, dann sind wir jetzt durch. So, wir sind durch. Also es wäre lieb, wenn ihr irgendwelche Bücher davon kennt, wenn ihr uns dann ganz kurz mal einen Kommentar hinterlasst. Lohnt sich das eher nicht? Oder gibt es Bücher, da sollten wir besser die Finger von lassen? Würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielleicht interessiert euch auch das eine oder andere Buch. Dann lasst es uns auch wissen, dann kann man sowas ja auch mal vorziehen. Ja, mehr haben wir jetzt nicht zu bieten. Von daher wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wenn wir euch nachts erwischen, dann schlaft auch schön und träumt was Schönes. Für uns ist es jetzt abends. Für uns ist es jetzt abends. Für uns beginnt jetzt die Lesezeit. Genau, für uns beginnt jetzt die gute, alte Lesezeit. Genau, und ich gehe jetzt ein bisschen zu Douglas Adams und kreuche ein bisschen durch die Galaxien. Ich weiß nicht, wo es Sina hintreiben wird. Ich denke, irgendein Buch. Ich habe mein Mini-Sub am Bett. Ich werde mir irgendwas raussuchen. Ich werde ein schönes Ambiente-Video machen. Ich habe übrigens ein ganz tolles neues Ambiente-Video. Ja. Das verlinke ich euch. Aber bitte, mach auch das mit Alice im Wunderland. Es lenkt ein bisschen ab, aber es ist trotzdem wunderschön. Das ist wie so ein wie eine Gartenparty mit einer Leinwand zwischen. Genau. Und dann habt ihr halt da einen alten Stummfilm von Alice im Wunderland. Und das andere ist so eine Halloween. Ich liebe diese, ich brauche abends Orangetöne hauptsächlich. Wahnsinnig schön. Und das ist so ein, wie heißt das? Gartenszene? Ja, so Terrasse, so eine Halloween-Terrasse mit Jack Skellington. Ja. Ja, und für mich wird es heute wahrscheinlich, ich habe nicht mehr allzu viel bei Per Anhalter durch die Galaxis, für mich wird es wahrscheinlich noch auf die Suche gehen nach dem nächsten guten Buch. Drückt mir mal die Daumen, dass ich da gleich fündig werde, sonst frustriert mich das immer so. Und dann werde ich nörgelig. So, ich wünsche euch jedenfalls noch eine richtig gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.